Willkommen, uns erwartet der Tod. Der scheint mir bisher der schwerste Boss überhaupt zu sein. Ja. Ich hatte gedacht, dass das vielleicht einfach so abzuwehren geht. Es geht echt. Bin ja überrascht. Was ich eigentlich sonst fast nie benutze. Jetzt hier wieder schön drüber springen, dann schnell weg. Moment, hier, jetzt kann ich noch. Jetzt geht er auf mich los, oder? Jetzt muss ich weg. Und dann halte ich die Peitsche wieder einfach hin. Klappt auch nicht immer toll. Klappt überhaupt nicht. Aber ich bin noch in Führung. Was war das denn? War knapp. Vor allem das. Aber an sich scheint er mir jetzt gar nicht mal mehr so schwer zu sein. Moment, das war dumm von mir. Jetzt stürzt er sich doch wieder auf mich. Nach oben halten, ne? Nach oben. Schwingen. Umdrehen. Und dann irgendwann kann man wieder draufschlagen. Jetzt aber noch nicht. Weder von mir. Ja, wann denn? Hört er mal irgendwann auf mit dem Scheiß? Ich warte vielleicht einfach wieder, bis er runterkommt. Oder hört er jetzt gar nicht mehr? Auf der anderen Seite. Ich muss mein Schild immer umdrehen mit dem Depp. Gut, anscheinend. Guck mal, ich habe fast gewonnen. Also ich muss eigentlich nur noch ein bisschen Geduld haben. Das kann schon klappen. Da hatte ich schon ein bisschen mehr Angst. Jetzt bin ich gar nicht mal so schlecht dabei. Er ist doch nicht so schwer, wie ich dachte. So. Jetzt schon mal vorbereiten. Moment, vielleicht weiter nach links stellen. Und dann kommt sie von unten, dann bringt mir das gar nichts mehr. Ah, war zu früh, ich weiß. Gut, dann hauen wir jetzt aber erstmal direkt ab. Bringt das was irgendwie zu springen dabei? Er trifft mich ja sowieso dann. Ich hab doch gerade geschlagen. Ja, aber ich hab keine Energie mehr. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Obwohl es jetzt auch klappen könnte. Das regt mich dann auf, wenn ich ihn nicht treffe. Dann will ich es unbedingt gerade nochmal versuchen. Weil ich halt nach oben rechts drücke, beziehungsweise, ja doch, oben rechts. Jetzt mal die Hand ein bisschen kneten. So viele Bosskämpfe hintereinander tun mir nicht gut. Hätten die keine Lust mehr auf Levels zu machen, nur noch Bosse, oder wie? Eine richtige Boss-Challenge vorm Ende. Und mindestens einer kommt dann wohl noch, nämlich der Oberboss. Ich glaube nicht, dass das hier der hier ist. Unvorstellbar. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Wenn es mal da funktioniert. Komm runter. Da fühle ich mich doch am wohlsten, wenn ich nicht gerade in den Schrein laufe. Gerade so. Und jetzt hauen wir ab. Ne, einmal noch. Hoffentlich reicht das. Weg hier. Jetzt dreht er nämlich durch. Das ist fies, dass er noch so ein Zeug nach mir wie aus seinen Sicheln. Den kann man kaum ausweichen. Ey, und dann machen die noch so einen Bumerang drehen. Naja, er hat noch 4 Punkte. Ich habe nur einen. Wie viel? Boah, ich wäre fast schon tot. 3. Ich brauche 2 Schläge für einen. Oder wie? Manchmal auch nur einen. Jetzt wird es interessant, ob ich sterbe. Ja, ich sterbe. Aber ich habe ihn schon ziemlich weit runter gerungen. Das kann klappen. Es ist halt wieder wie bei dem ersten Boss hier. Und dieser Boss-Challenge am Ende. Wie bei dem am Ende dann doch eine gewisse Glückssache. Und irgendwann klappt es dann.
Dann halten wir das direkt hier hin. Interessante Peitsche ist das. Dass man sich mit dem mitdrehen muss, ist halt doof. Aber es ist realistisch. Das wäre es ja auch zu einfach. Jetzt noch einen Schlag, bitteschön. Guck mal, wie ich jetzt gerade führe. Jetzt kommt er mit seinem dummen Bumerang, den man nicht ausweichen kann an der Stelle. Und da den da unten auch nicht. Ganz klar. Aber ich bin immer noch in Führung. Solange ich in dieses Teil nicht reingehe, ist auch alles super. Baut noch jetzt ab. Bringt aber auch nichts. Denn er kriegt mich ja sowieso. Deswegen habe ich das einfach riskiert und habe... Ich habe gleich gewonnen! Komm jetzt, kein Scheiß. Einfach töten, einfach töten. Oh, zum Glück machen die mir keinen Schaden mehr. Das war jetzt überraschend, dass es dann doch so schnell ging. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und es geht immer noch weiter. Ey, kann mir mal in irgendeinen Abschnitt kommen, in einen neuen, wo ich mich sicherer fühlen kann? Die ganzen Lichter gehen an. Die Musik dreht völlig durch. Jetzt kommen wir zu Dracula, ne? Oh, erinnert mich an Castlevania 1. Da gab es auch so eine Treppe. B4 heißt das. Interessant. Meine arme Hand. Jetzt kriege ich auch nur dummes Fleisch, aber ist ja egal, wenn ich sterbe, bin ich sowieso voll geheilt. Und immerhin gibt es ja hier ordentliche Checkpoints. Richtige, auch wenn man Game Over ist, kann man hier wieder starten. Oh, das ist ja mal nett. Okay, das einzige Item, was man hier überhaupt zur Verfügung hat, kann man jetzt wenigstens mal nutzen. Sieht ganz interessant aus. Habe ich den nicht gerade schon besiegt? Jetzt kommt er nochmal. Schnell wieder aufgestanden, nicht erst im nächsten Spiel. Hallo. Oh, das kenne ich doch. Ist genau dasselbe Schema wie im ersten Teil, oder wie? Der ist ja easy. Mache ich ihm irgendwie Schaden? Moment, wie ging das? Ich darf es nicht vergessen, wie ging das? Ich muss mich erinnern. Ich mache ihm gerade keinen Schaden. Das war nämlich im ersten Teil genauso. Ich habe leider vergessen, wie das dann ging. Während er den Umhang offen hat, oder? Ach Moment, der Kopf war. Ich hab's ja zum Glück habe ich mich jetzt dran erinnert. Ich habe mich dran erinnert. Alles gut. Genau so. Und ich bin tot. Aber alles gut. Ich weiß wieder, wie es ging. Weil ich das aus dem ersten Teil schon kenne. Die haben einfach mal das System übernommen. Mal sehen, ob der komplett identisch ist. Das wäre ein bisschen einfallslos. Aber dafür hatten sie ja genug andere Bosse noch reingebracht. Wir wollen mal nicht so kleinlich sein. Hoffentlich gibt es hier auch immer wieder dieselben Sachen. Ja, danke schön. Wobei, Weihwasser wäre mir vielleicht ein bisschen lieber für die zweite Phase. Mal sehen. Immer auf den Kopf erstmal. Wer schafft das denn hier ohne Game Over zu gehen? Dann hat man noch 0 Punkte hier. Oh. Wie kann ich denn gescheit ausweichen? Hier, bei dem. Nein, das geht einfach. Was soll das? Mach es halt damit, wenn du es unbedingt so willst. Das trifft mich trotzdem. Wie soll ich denn da aus? Moment, ich weiß wie. Und ich kann trotzdem nicht ausweichen. Was für ein Dreck. Das finde ich fies. Muss ich schon sowas machen? Und habe ihn nicht mal getroffen. Halt doppelt abschießen. Abschlagen. Und da war ich zu langsam, weil es zu nah war. Und da kann ich jetzt erst recht nichts machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es wird wieder eine Weile dauern, bis ich den hinkriege. Das sehe ich jetzt schon. Es geht von selbst kaputt, wenn ich drüber springe. Moment, ich warte einfach mal jetzt. Was ist das? Was ist es denn für eine Konzeption? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich probiere es noch ein bisschen weiter. Aber ich werde in diesem Video den wohl kaum schaffen. Was soll man mit diesem Stückchen Fleisch hier noch anfangen? Für die Leute, die da nie kaputt gehen und direkt mit ein bisschen Schaden vom letzten Boss noch herkommen.
scheint es hier einige von zu geben. Ich gehöre nicht dazu. Warum ist eigentlich hier alles so elektrisch? Du hast doch alles Geld. Ich muss noch überlegen, wie ich das ordentlich mache. So halt. Wenn er weit genug weg ist, dann geht das auch. Aber sonst, man kann das ist ja nicht immer aussuchen. Habe ich ihn einmal jetzt schon getroffen? Yes. Einmal. Und dann kommt er hier mit immer mehr Zeug. Ich ducke mich einfach und lasse das über mich hinwegfliegen. Wie wär's damit? Geht halt auch nicht immer. Ducken ist sogar anscheinend nicht gerade vorteilhaft. Ich wollte jetzt einfach mal wissen, was passiert, wenn ich gar nichts machen habe. Ich kann nicht mal seinen Schüssen ausweichen. Wie soll ich ihn denn dennoch Schaden zufügen? Ich habe keine Herzen mehr. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Noch nicht. Aber das Spiel ist dann geschafft, denke ich mal. Auch schön. Ich dachte mir, so 40 Videos wären ein passendes Ende, aber ich habe so das Gefühl, das wird nichts bei dem Boss. Naja, je nachdem, wie lange ich die Videos mache. Ich habe jetzt schon zweimal fast eine halbe Stunde. Am Stück. Okay, ducken. Irgendwie hat das nicht so den erhofften... die erhoffte Wirkung. Deswegen. Ich sagte nicht die erhoffte Wirkung, dann mach es doch auch nicht. Einfach stehen bleiben und schießen. Moment, wo kommt er? Das ist dumm jetzt. Da habe ich ja gar keine Zeit hier. Ja, manchmal reicht es dann doch. Merkwürdig. Gucken. Da habe ich dann wieder keine Chance. Was mache ich denn, wenn ich keine... Ach Moment, ich bin ja dumm. Ich habe es doch gelernt beim vorigen Boss. Das ist so einfach. Man muss einfach diese Technik verstehen. Manometer. Das habe ich bis heute... Das ist ja nett. Einfach die Peitsche vor sich halten. Es ist so einfach, wenn man das weiß. Woher soll man das denn wissen? Man muss es einfach mal ausprobieren. Ja, ich habe keine. Moment, wie mache ich dann denn das denn jetzt? Erstmal hier ein bisschen Luft holen. Und geh mal weiter weg, bitte. So, dann er schießt gar nicht erst, wenn er getroffen. Hä? Wieso diesmal nicht? Was? Was soll das denn jetzt? Was ist das für ein Mist? Noch eins. Hä? Und das, ja klar, macht mir Schaden. Dachte ich mir schon. Kannst du bitte schön mal jetzt aufhören mit dem Mist? Irgendwie scheint es aber gar nicht so schlimm zu sein, wenn es nicht gerade direkt auf mich zustürmt. Ah, doch, ja. Nimm deine Dragon Balls da weg. Gut, vielleicht sind die doch gar nicht mal so angenehm. Ich will zumindest die nächste Phase nochmal sehen. Ich weiß auch, dass ich die nicht schaffen werde jetzt hier. Aber ich denke mal, bis zur nächsten Phase könnte ich kommen. Ei, wieso müssen die so komisch da hängen, dass man springen muss. Macht's doch nicht noch schwerer hier. Vielleicht verzichte ich direkt auch erstmal auf das Kreuz. Das kann ich mir vielleicht aufheben. Vielleicht ist das auch ganz sinnvoll. Das dauert ja so ewig. Hier mache ich vielleicht mal noch ein Save-State hin. Einfach nur, um Zeit zu sparen. Das ist ja nur hinlaufen. Ja, toll. Dann reicht die Zeit nicht, die Peitsche vor sich zu halten, oder wie? Da braucht man auch noch Zeit für. Für alles braucht man Zeit. Oh, Kacke.
konnte ich nichts machen. Wow, er hat schon den ganzen Schaden. Ich bin ja begeistert. Wusste ich doch, dass da einer hinkommt. Zu kurz. Danke, Mark. Schon wieder. Dumpedumpedaddy. Ja! Keine Chance. Da habe ich vergessen, gedrückt zu halten, beziehungsweise hat er einen Doppeldrücker drin. Und jetzt fängt er gleich mit seinem komischen Dragon Balls an. Wieso treffe ich ihn nicht? Wegen dem Pixel. Ich muss auf die Bodenplatten gucken, da war was. Ey, ich finde es immer noch so unfair, dass das Teil einfach dann... hat keine Worte verdient. Wegen der Millisekunde. Ist es weg? Manchmal seltsam. Da kann ich mich ja gar nicht so schnell umdrehen und dann kommt er von da. Da braucht man auch wieder einfach Glück, dass man nicht getroffen wird, glaube ich. Oh. Was zum? Will er sich noch mehr Helfer? Okay, die kann man einfach kaputt machen. Das ist ja dann... dann passt das wieder. Nett. Noch mehr Helfer. Ach, die fallen auf mich dann, wenn ich sie von unten treffe. Gut. Zu wissen. Ja gut, das ist ja quasi die nächste Phase gewesen. Nennen wir es einfach mal so. Dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Hoffentlich mit Erfolg. Bis dahin, tschüss.